Herzlich willkommen zurück bei der Schwarzauge Schicksalsklinge. Wir wurden gerade von Gegnern überfallen, während wir geschlafen haben und müssen uns jetzt verteidigen. Leider sind wir noch immer schwer verwundet. Das heißt, der Kampf wird nicht einfach. Es geht die Munition aus, wir haben aber noch einige Heiltränke. KI macht also doch was im Gegensatz zum vorigen Sache, was ich gesagt habe. Und Sinter ist getroffen und verwundet. Nicht gerade wenig. Wir müssen uns irgendwie zur Wehr setzen, sonst kann ich gleich laden. Und er trifft Gabriel. Gut, dann müssen wir wohl die Tränke nehmen, sonst sehe ich hier keinen Ausweg mehr. Oh nein, ich habe vergessen, die aufzuteilen. Das waren dann Aufnahmen, die ich nicht aufgeladen habe. Verdammt. Auch nicht allzu viel gebracht. Bogenschütze ist ein echtes Problem. Ja gut, dann... Da hätte ich nicht gedacht, die Tränke aufzuteilen. Das Tieralf hat auch keine, aber Gabriel... Keine Heiltränke. Halt, nein. Bleibst mal da hinten dran. Es sind zwei Bogenschützen, aber einer hat einen Bug und macht nichts, zumindest bis jetzt nicht. Natürlich ein Problem, wenn das auch so zwei sind. Gut. Trifft. Aldaria. Gut, der hält noch einiges aus. Gabriel muss jetzt gleich mal einen Heiltrank nehmen. Sofort die Bogenschützen angreifen. Tieralf ist ohnmächtig, verdammt. Tieralf geht mit einem Schrei zu Boden. Ihr Hurensöhnböcke! Okay, hat keinen Schaden gemacht. So. Ein Wurfmesser bitte. Schussgegner neben ist. Zwei Strahlpunkte ist zu wenig. Ja. Nein! Rayane geht mit einem Schrei ebenfalls zu Boden und auch Gabriel. Oh, das sieht schlecht aus. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Eigentlich habe ich schon verloren. Weil mit denen
bisschen Astralpunkten hier, kann ich nicht mehr viel machen. Cinder liegt auch gleich am Boden, fürchte ich. Ich fix das Glück halt 15, eigentlich gar nicht so schlecht, die Wahrscheinlichkeit. Ignifaxius! Gleich mal ein Treffer hier gelandet, sehr schön. Sinder muss vorstürmen, ich brauche einen Horrifobus oder einen bösen Blick. Ignifaxius! Oh. Tragan ist wieder schwerst erschöpft. Minus ein Astralpunkt, wie geht denn das? Oh, sehr schön. Dann können wir gleich mal einen Horrifobus auf dem sprechen. Das böser Blick ist richtiger. Furcht. Mut 14, minus 14, 0. Der flüchtet. Sehr schön. Nein! Wir sind das tot. Verdammt! Wenn Cinder jetzt wirklich tot ist, dann muss ich laden, weil ich eigentlich keinen Charakter verlieren möchte. Vorerst nicht. Ignifaxius! Mist. Warum greift er zweimal an? Ignifaxius! Oh, Gott sei Dank. Einer weniger. Oh, Mist, ich muss. Scheiße. Trinkt einen Zaubertrank nach dem anderen. Ignifaxius. Ja, gut, da habe ich mich wohl vorhin verklickt. Gar nicht auf Dragan. Nicht gut. Nein, jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Eine Katze träumt. Ah. Schon wieder muss es auf. Normal ist es so, wenn sie noch 0 Lebensenergie haben, sind sie noch nicht sofort tot. Erst wenn sie Minus haben. Habe ich noch eine Chance? Ignifaxius! Minus 4 LE. Das ist schlecht. Keine Sichtlinie zum Ziel. Wahrscheinlich wieder keine Strahlpunkte mehr, doch. Ignifaxius! Oh, verdammt. Der hat etwas zu viel Astralenergie verbraten und ist jetzt deswegen umgefallen. Das ist natürlich auch nicht so schön. Verdammt. Das wäre jetzt so bitter. Es ist nur noch ein Zwei-Mann-Kampf. Und ich hoffe, Eldariel kann gewinnen. Sieht aber nicht sehr gut aus.
Kostik Initiative. Nein, flüchte nicht! Ah, hab ich mich nur verklickt, so eine Scheiße. Wir waren unterlegen. Oh nein! Da gehen wir leider alle dahin. Ja. Ah, da geht's jetzt also weiter. Okay. Gut. Dann. Ja, die Wachen passen schon so. Nein. Elfen müssen ja eigentlich nicht schlafen. Ich glaube, das ist jetzt einfach... Ach, die sind noch alle außer Gefecht. Na gut. Unsere erste Niederlage haben wir heute erlitten. Wie konnten wir gerade so entkommen? Wir müssen noch schlafen. Ja, riskieren wir es einfach mal, oder? Gut. Nein! Wieder wurden wir beim Schlafen gestört. Ach du Scheiße. Skelette und Kultisten. Wir beschlossen sofort den Kampf zu verlassen. Wir sind einfach noch nicht bereit für einen solchen Kampf. Verdammt, wo kann ich denn hier flüchten? Da drüben. Gegen den Protest von Gabriel, aber letzten Endes siegte doch die Vernunft, da er einfach einstimmig überstimmt wurde. Wir hörten gerade so schwer besiegt, wir müssten jetzt fliehen. Gegen einen solchen Kampf haben wir nun keine Chance. Warum haben wir eigentlich Bäume und Schnee und so weiter in der Höhle? Fällt mir da gerade so auf. Oh nein, das ist das Telefon. Ich glaube, ich muss mal kurz eine Aufnahmepause machen. Ich verabschiede mich dann auch allgemein gleich mal für die Folge. Ich mache nur eine Aufnahmepause, weil den Kampf kann ich ja nicht speichern. Also bis gleich. Tschüss.